Hallo und herzlich willkommen bei Make-up Coach. Die dunkle Jahreszeit macht bei mir auch was dunkel, nämlich hier die Augen. Es ist viel schlimmer, als es im Sommer ist. Und wenn das bei dir ganz genauso ist, dann solltest du jetzt dranbleiben, denn ich zeige dir Schritt für Schritt, wie deine müden Augen wacher werden können. Das kleine Basis-Make-up ist jetzt auf der Seite schon fertig. Bisschen ratzfatz gerade hier in dem Bereich. Ich brauche das nicht auf dem ganzen Gesicht, nur hier, wo ganz leichte Rötungen sind und wo Hautglanz ist. Ratzfatz, das ist das pudrige Make-up, was deckend ist. Anders als der transparente Puder, der ja nur mattiert. Dann habe ich jetzt hier im inneren Augenwinkel und außen Concealer aufgetragen. Das zeige ich dir jetzt gleich. Dann gibt es am Auge nur einen Smokeliner. Mit dem dicken Pinsel gerade ein bisschen Sonny aufs Augenlid, Mascara, fertig. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr minimalistisch und das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Den letzten Schritt habe ich übrig gelassen, weil das ist immer noch so ein kleiner Wow-Effekt. Das ist hier der helle Brightliner. Ich muss immer selber gucken, wie er heißt, Eisblume. Und damit gehe ich nur hier an den inneren Augenwinkel so ein ganz klein bisschen und das lässt das Auge nochmal strahlen. Kann man wenig machen, so wie jetzt, oder auch ein kleines bisschen mehr, so wie man das gerade haben möchte, eventuell vertupfen. So, und was für ein Unterschied zu gerade, blende ich jetzt nochmal ein. Die Mühe lohnt sich, oder? Ich denke auf jeden Fall. So, und jetzt schauen wir uns das nochmal im Vergleich an. Auge ohne jegliches Make-up, hier der tiefe Schatten und hier ist der Schatten natürlich auch da, aber mit dem Concealer aufgehellt und aufgefrischt und das Auge sieht ja wohl viel wacher aus als das. Das ist schon ein bisschen Magie, oder? Aber ganz, ganz simpel. Ich habe jetzt erstmal mit dem Concealer angefangen, aber damit es für dich logischer ist, machen wir das jetzt mal andersrum. Du könntest aber auch erst den Concealer setzen. Damit am Auge was passiert, nehme ich jetzt den Smokeliner. Da habe ich ihn. In meinem Fall ist das jetzt silbergrau. Du kannst natürlich aber auch jegliche andere dunkle Farbe nehmen. Oder vielleicht auch ein Grün, ein Lila, so wie du dir am besten damit gefällst. Ich nehme jetzt die Farbe, weil die ziemlich neutral ist, aber direkt schon so ein bisschen Wumms hat. Und du siehst, ich verteile es sofort mit dem Finger, um einfach nur den Lidrand zu betonen. Sieht schon besser aus, wobei das Auge immer noch runterzieht. Das liegt am äußeren Augenwinkel. Darum kümmern wir uns gleich. Auch am unteren Wimpernrand natürlich von außen bis ungefähr zur Mitte und nicht ins Auge rein. Das ist ganz wichtig. Das würde das Auge optisch verkleinern und außerdem hat Farbe dann nichts zu suchen, weil da die sogenannten Maibaumschen Drüsen drauf sitzen, die unser Auge befeuchten. Zusammen mit der Tränenflüssigkeit, die hier vorne aus diesem kleinen Löchlein kommt, ist die Paste aus den Maibaumschen Drüsen für die Augenbefeuchtung ganz, ganz wichtig. Also nie einen Kajal oder irgendwas hier innen draufsetzen, wenn du mit trockenen Augen zu tun hast. Weiß die ein oder andere vielleicht nicht, das nur mal so am Rande. So. Und jetzt kannst du schon erkennen, alleine dadurch bekommt das Auge schon ein bisschen was Lebendiges. Wie gesagt, es zieht immer noch runter. Und hier ist auch immer noch der Schatten da. Warum setze ich den Concealer jetzt als letztes? Ganz einfach, sollte mir jetzt vom Lidschatten oder vom Smokeliner ein bisschen was hier oder hier drauf kommen, kann ich sofort in einem Zug dann direkt mit kaschieren. Ich nehme keinen Lidschatten, sondern das, was ich als Rouge benutze, nämlich hier mein Sonny. Und nehme dafür auch den Concealerpinsel. Ich habe hier zwei davon liegen. Einen zum Concealer verteilen und den anderen, um Sonny aufzutragen. Das sollte man strikt trennen.
Und jetzt gehe ich mit dem dicken Concealer-Pinsel, weil der eignet sich einfach grandios dafür, in die Lidfalte rein. Und auch mit dieser Bewegung kannst du sehen, bekommt das Auge direkt mehr Frische. Wer noch ein bisschen mutiger sein will, könnte auch das Just Fresh dazu nehmen. Das gibt so ein bisschen noch diesen frischen Kick. Mache ich aber jetzt nicht, weil ich es so simpel wie möglich halten möchte, um dir zu zeigen, man braucht wirklich nicht viel. Und manchmal ist weniger ja auch tatsächlich mehr. Also das wäre jetzt der einzige Lidschatten, den ich habe. Und du entscheidest, wie weit du hier auf deinen Augenbrauenknochen drauf gehst. Und ich habe es jetzt extra mal gemacht, dass ich so ein bisschen hier mit reingegangen bin, um dir jetzt zu zeigen, sollte das jetzt passieren, gehen wir mit dem Concealer drüber. Hätten wir den Concealer jetzt schon da gesetzt und wären mit dem Pinsel aus Versehen ausgerutscht, dann würde der Concealer, ähnlich wie eine Lidschattenbase, die Farbe auflutschen und dann hast du den nächsten Schatten. Also eigentlich ist es geschickter, den Concealer erst nach dem Augen-Make-up zu setzen. Und dann kannst du deine Wimperntusche auftragen. Also das würde ich schon, ne, so rum machen, dass die Wimperntusche zum Schluss kommt. Das machen wir jetzt. Ich benutze für den inneren Augenwinkel ganz gerne den Concealer-Stift. Einfach hier grob in diesen Winkel rein. Und dann nehme ich den Concealer-Pinsel und verteile. Der Concealer-Pinsel sollte bitte immer nur zum Verteilen da sein und nicht damit den Concealer auftragen. Hat den einfachen Grund, das sind hier extrem viele Fasern, die sehr, sehr dicht gebunden sind. Der hat eine ganz, ganz weiche Auflage, so wie eine kleine Katzenpfote. Und würden wir damit in diesen Concealer reingehen, weil jeder Concealer ist ja in irgendeiner Art und Weise fettig, dann verpappen die und dann ist dieses Ergebnis nicht mehr so schön. Also den bitte immer nur zum Verteilen nehmen. Und der ist so aufgebaut, das ist auch ein bisschen Schlaf, dass man damit tatsächlich, wenn man das verteilt hat, noch ein bisschen hier direkt am Auge hin und her gehen kann. Die Haut geht mit. Das liegt daran, dass die Haut fast 60 Jahre alt ist. Aber du kannst sehen, ein bisschen was tut sich da. Weil ich sage ja immer, bitte nicht mit Concealer unter die Augen gehen. Dabei bleibe ich auch. Aber dieses Mini-Mü, was hier jetzt nach dem Verteilen noch auf der Oberfläche ist, dieses bisschen kann man benutzen, um hier so ganz, ganz zart mit die Haut anzustupfen und dadurch ein bisschen zu erfrischen. Dieser Pinsel ist grandios. Ich liebe ihn heiß und innig. Dann nehme ich meinen Concealer, den aus der Dreierpalette. In dem Fall ist das die Mainstream-Palette. Ich nehme die Farbe 3. Die Farbe 2 ist ein bisschen dunkler. Und setze mir den Concealer dann jetzt hier noch an den äußeren Augenwinkel, der bei mir gerötet ist. Und durch diese Rötung zieht das Auge nach unten. Du kannst jetzt sehen, mit diesem bisschen Concealer, boah, geht das Auge direkt auf und sieht wesentlich frischer aus. Wer sagt, ich brauche aber richtig viel Aufhellung am inneren Innenwinkel, der könnte natürlich auch noch mit der Bigaboo Farbe 1 hier arbeiten. Also entweder mit dem Stift oder mit der Bigaboo Farbe 1. Nur Achtung, die ist wirklich sehr hell und wir wollen ja nicht, dass die Augen aussehen so, ne, wie nach dem Skiurlaub mit Brille. Auch das kannst du sehr, sehr schön mit diesem Concealer-Pinsel ausschattieren. Immer nur so ganz leicht anstupfen. Und was jetzt ganz extrem wichtig ist, damit das auch einen ganzen Tag hält, müssen wir das abpudern. Ich habe dafür einen Schlupfi-Puschel. Ich nehme den pinken, damit ich mir merken kann, dass der nur für Zauberpuder ist. Geh in den Zauberpuder rein und gehe mit dem Überschuss so ein bisschen auf die dreieckige Puderquaste und stupfel mir dann hier meinen Puder auf. Verteile das direkt ein bisschen, denn wenn wir das nicht abpudern, laufen wir Gefahr,
dass sich das absetzt. Und durch die Körpertemperatur, die nun mal 37 Grad ist, würde der Concealer auch fast flüssig bleiben, also zumindest weich bleiben. Und dann läuft der und setzt sich, wir machen ja viel Mimik mit den Augen, in den Mimikfältchen ab. Und wenn wir es so mit dem Pinsel fixieren, natürlich kannst du es auch mit der Quaste machen, ich mache es lieber mit dem Pinsel, weil es dann noch exakter wird, dann wird das den ganzen Tag halten. Falls deine Augen tränen, also meine Tränen zum Beispiel im Winter, ich gehe zur Tür raus, die fangen an zu tränen und hören dann erst wieder auf, wenn ich wieder reingehe, dann bitte immer nur hier so mit der Fingerkuppe leicht die Tränenflüssigkeit abtupfen. Nie wischen und schon gar nicht mit einem Tuch, denn dann kann passieren, dass wir es wegwischen, ne? Weil durch die Feuchtigkeit ist das ja wieder wegwischbar und durch die kleinen Rillen, die wir im Profil haben, saugt das durch die Kapillarität die Tränenflüssigkeit auf und gut ist. Man könnte dann nochmal nachpudern, brauche ich zum Beispiel nicht. Oder du nimmst den Concealerstift zum Beispiel für unterwegs mit und könntest dann nochmal ein bisschen nacharbeiten, sollte das bei dir dann weniger werden. Du hast gesehen, dass ich da nicht gefuscht habe, sondern nur mit dieser Technik gearbeitet habe. Und wie schön sehen die Augen jetzt wacher und frischer aus, weil wollen wir uns den Satz abholen, oh, ist dir nicht gut, hast du schlecht geschlafen, oh, du musst aber dringend mal in Urlaub, alles solche Sachen, das ist einfach nicht schön, wenn man das hört und muss auch nicht sein. Und du siehst, es geht schnell und mit wirklich wenig sieht es dann immer noch natürlich aus, sondern einfach nur frischer und wacher, weil das ist ja unser Ziel. Und was auch noch extrem viel ausmacht, ist natürlich die Mascara. Ich liebe ja unsere Mascara, die Wimperklimper. Ich habe mir lange, lange Zeit gelassen und lange gesucht, bis ich diese Mascara gefunden habe. Ich finde sie toll, weil sie diese zwei Seiten hat am Bürstchen. Die lange Seite, die jetzt oben ist, die trägt Mascara auf. Und wenn wir es dann umdrehen, haben wir diese ganz kurze, stoppelige Seite. Und damit können wir dann die frisch getuschten Wimper nochmal so ein bisschen nach oben andrücken. Ich empfehle tatsächlich, das dann abwechselnd zu machen. Also erstmal tuschen. Das ist jetzt bei mir natürlich jetzt schon getrocknet, weil ich jetzt in der ganzen Zeit das Augen-Make-up gemacht habe. Aber ich zeige es einfach nur mal. Also ich hätte jetzt hier die Wimpern getuscht, würde dann hier tuschen und dann gehe ich nochmal und nehme die halb angetrockneten Wimpern und drücke die einfach mit dieser Seite so hoch. Du kannst das Auge dabei entspannen, schließen. Wer Schlupflied hat, bitte immer dran denken, die Augenbrauen hochzuziehen. Und dann drückst du die einfach nur, ohne nochmal durchzukämmen, mit diesem kleinen Bürstchen an. Und die Wimpern bekommen direkt mehr Schwung, mehr Biegung nach oben. Du brauchst dann also nicht so viel Masse auf die Wimper zu geben. Kannst du natürlich. Aber die meisten Frauen mögen es immer noch ein bisschen natürlicher, wollen aber tatsächlich die Fülle am Wimpernrand, weil da tupfen wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen Farbe auf. Aber die Spitzen sollen eben nicht so verkleben wie so kleine Fliegenbeine. Dafür ist die Mascara einfach ideal. Und probier es mal aus, wie deine Technik damit ist. Ob du es sogar 2-3 Mal machst, nur an den Wimpernansatz zu gehen. Du siehst, ich mache das fast im Blindflug und drücke mir die Wimpern mit dem glatten Bürstchenseiten, mit der glatten Bürstchenseite nach oben. Und das macht richtig, richtig schöne Wimpern, ohne dass die jetzt so klätschig sind, aber sie bekommen den Schwung und sehen die Augen jetzt frischer aus als vorher. Wollen wir es uns nochmal angucken, wie es vorher aussah? Komm, machen wir nochmal. Was ein Unterschied, oder? Also, nimm dir morgens so 10 Minuten für dich Zeit.
über diese Schritte. Es ist nicht viel. Concealer innen, Concealer außen, nach dem Augen-Make-up unbedingt Mascara. Bisschen Rouge. Auf der Seite fehlt noch mein Rouge. Mache ich auch wieder mit meiner Sonnenkuss-Mixer-Palette einfach so drüber. Und hier nur aufhauchen. Und schon sagt niemand mehr, oh, bist du müde, bist du krank. Denn so siehst du auch an dunklen Wintertagen immer frisch aus. Ein bisschen Lippenstift. Da habe ich hier das Lippenserum genommen. Auch herrlich, weil es so schön die Lippen pflegt und nicht so dieses klassische Lippenstiftgefühl macht und auch dezenter ist als so manch ein Lippenstift, sondern einfach nur natürlich, frisch und strahlend. Ja, und wenn dir das gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen hoch freuen, denn alle YouTuber leben von dem Daumen nach oben. Speicher dir gerne dieses Video ab, damit du es auch später wiederfindest, denn es könnte ja sein, dass du das 2-3 Mal üben musst, aber ich denke, das geht schnell in den Kopf und es waren ja wirklich sehr, sehr wenig Zutaten, ne? Nur ein Smokeliner nach deiner Wahl, dann mit dem Concealer-Pinsel, mit dem zweiten Concealer-Pinsel, ein bisschen Sonny in die Lidfalte, kann natürlich auch Schlupfi sein, mit ein ganz klein bisschen MSB, plus MSB bitte nicht mit dem dicken Pinsel auftragen, dafür dann lieber einen Schluppi-Puschel nehmen, aber der ist für Sonny zum Beispiel ideal und dann setzt du Concealer hier, Concealer da. Eventuell noch ein bisschen die Augenbraue, die habe ich jetzt gar nicht gemacht, liegen meine Haare drüber. Ja, und alles ist direkt so, dass man den ganzen Tag viel, viel fröhlicher drauf sein wird, weil das Spiegelbild netter aussieht. Probier es aus und berichte doch mal hier unten, ob dir sowas schon mal passiert ist oder ob du zum Beispiel mal aus Versehen ungeschminkt ins Büro musstest, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und kamen da vielleicht Kommentare, oh, geht's Ihnen heute nicht so gut? Das würde mich ganz besonders interessieren. Ja. So ist alles wieder in Ordnung. Tschüss, die Michaela, dein Make-up-Coach. Bis nächste Woche.